Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Generation Zero. Ein Spiel, auf das ich glaube ich 2017 oder 2018 gestoßen bin. Damals war es doch ein Prolog gewesen auf dem PC und ich habe zu der Zeit noch gar nichts mit YouTube am Hut gehabt und habe Gronkh und Kukagi dabei zugeschaut. Damals mit der sehr guten Freundin Anni. Schöne Grüße mal, falls du das hören solltest. Und ich fand das so mega interessant und nicht nur, weil das Spiel eigentlich so mega interessant wirkte, sondern gerade auch, ich glaube, das war ein Trio oder ein Quartett gewesen, wie sie miteinander gespielt haben, das war einfach pure Unterhaltung gewesen. Deshalb will ich es euch einfach mal gerne zeigen und im gleichen Atemzug auch nochmal schauen, ob wir denn hier allein für uns spielen oder aber auch wir online gezwungen sind und wie das Ganze abläuft und aber auch, wenn wir online natürlich spielen, inwieweit die Cracks da schon so viel besser sind und einfach vorbrechen, weil ich will gerne Spiele genießen und gerne erkundschaften. Also, legen wir los. Generation Zero, kurzes, kleines Preview. Achso, wir können schon unser Charakter erstellen. Also, wir haben die Möglichkeit, habe ich gar nicht gewusst, weiblich oder natürlich männlich. Gibt es auch Gender? Nee. Wir sind ein Mann. Wir haben Charakter A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, einige. I finde ich ganz cool. Hautton, ich bin sehr blass. Also A. Anfangsoutfit, ja. Oh, der kleine Nerd. Ah, das finde ich ganz cool. Ja, das nehmen wir hier. Halbstark. Der Stil. Ne, Stil 1. Schwierigkeit. Scharmützel. Guerilla. Abenteuer. Ja, Scharmützel wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Der Standard-Schwierigkeitsgrad bietet eine gute Balance zwischen Erkundung und Herausforderung. Alles klar. Automatische Schwierigkeit anpassen. Ja, mach einfach mal. Dein Spiel ist auf nur ein Laden eingesetzt. Du kannst dies jederzeit im Multiplayer-Menü ändern. Okay. Oh, das war aber was gewesen. Morgendämmerung, du suchst das Haus nach etwas Nützlichem. Okay, wir sind anscheinend hier bestimmt ganz alleine. Schade aber auch, mit KI wäre das alles doch ganz cool gewesen. Wir gucken mal gemeinsam. Wir haben die Möglichkeit auch, denke ich mal, von der Kamera hier ein bisschen was einzustellen. Controller Layout. Normalerweise, ich kann es noch daraus, dass wir eigentlich Third Person unter hatten. Aber das ist auch nicht so verkehrt. Ich muss dazu sagen, die Vorgeschichte, ja, ist ein bisschen abgeflacht. Und als Gronkh das damals gespielt hat, da gab es, glaube ich, keine Vorgeschichte. Die waren selber gerade auch so ein bisschen verdutzt, was geht denn hier ab? Das war damals schon so cool gewesen. Und es war halt eine riesen Überraschung, was eigentlich auf einen denn zukam. So, hier sind wir im Haus. Hier, ich habe die Taschenlampe auf. Welche denn? Ach da.
Hier erwartet uns im Übrigen auch nicht allzu viel, also passt das ganz gut. Aber wie gesagt, am Anfang, wo ich dieses Prolog damals gesehen habe, war es alles Third Person gewesen. Mats, wir haben versucht, dich zu Hause anzurufen. Ach, wir sind gerade zu Hause anscheinend. Aber du bist wahrscheinlich zur Station geeilt, sobald du im Bereich das Alarm gehört hast. Du hast wahrscheinlich bereits genug am Hals. Aber wenn du das hier liest, mach dir keine Sorgen um Mama und mich. Uns geht es gut. Wir werden rüber ins Dorf fahren und dort in Ruhe abwarten. Sei vorsichtig, Mama und Papa. Okay, schön. Gut, dass es denen gut geht. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier Multiplayer einzustellen. Das heißt, Nikotin Level 1. Und wer kann uns beitreten? Nur mit Einladung? Jeder oder nur Freunde oder mit Einladung? So, bevorzugte Sprache Deutsch. Fahrzeug erlaubt? Ja. Baureparieren erlaubt? Ja. Zerlegen erlaubt? Ja. Inhalte vom Baum freigeben? Ja, machen wir einfach mal, ja. Und wir lassen es einfach mal offen und vielleicht kommt da hier irgendjemand rein. Wer natürlich jetzt hier nicht großartig Headset anhaben. Oh, aber schön. Also, aber das Spiel spielt jetzt anscheinend 1989, okay. Oh. Oh. Ich habe eine Waffe gefunden. Haha. Oh. Ich merke gerade, hier ist überall Blut. Schüsse? Blut? Schüsse. Okay. Hallo? Schlafen können wir hier, glaube ich, nicht. Hallo? Ist hier jemand? Okay, wir haben ein bisschen was gefunden, immerhin. Hier ist irgendwas. Achso, warte mal hier. Ah, oh, oh. Das ist aber Blut. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter. Wir können ducken. Können wir rumfuhr springen? Ja, springen können wir auch. Wunderbar. Und dann gehen wir mal dorthin. Das Blaulicht. Aber auch Mucksmäuschen still hier. An die Autos können wir auch gehen. Ja. Cool. Hier können wir rennen. Okay, hab's gefunden. Finden wir hier irgendwas? Ach, guck mal hier. Was haben wir hier? Einfache Erste-Hilfe-Zeit. Oh, das ist natürlich wahrscheinlich wirklich nützlich. Hier oben irgendwas? Nein. Okay, wir sollen zum Polizeiauto gehen. Machen wir einfach mal. Ihr könnt ja hier wirklich jede Tür öffnen, das ist ja cool. Okay. Wo ist die Taschenlampe? Ah, hier. Oh, guck mal, zurück haben wir hier reingeguckt. Munition. Ja, übertragen bitte. Und hier, ein bisschen Textil, wunderbar. Damit sind wir anscheinend ein bisschen stärker. Obwohl, Munition haben wir schon fast gefunden. Okay, wir haben 8 Schüsse, beziehungsweise 15 Schüsse. Einmal nachladen können wir. Oh! Was ist denn das? Ja, mit einmal übertragen. Okay, hallo? Oh! Junge Frau? Junge... Oh! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Die hat es anscheinend hinter sich. Notsignalflagge und einfache Erste-Hilfe-Zeit. Ja, bitte einfach alles nehmen. Hier ist nichts. Das ist natürlich perfekt.
So, wo müssen wir jetzt lang? Morgendämmerung, finde und zerstöre. Oh, ein Feind? Was denn für ein Feind? Was bist du denn? Das ist doch ein Mensch. Oh. Ah, ah. Ah. Was ist das? Was ist das denn? Weg mit dir. Ah, ah, ah. Warum? Wie ist es so stark? Bitte beim Haus. Es ist so stark. Ach, guck mal, wir haben übrigens jetzt jemanden, der ist mit reinkommen. Wunderschönen guten Tag. Oh, und die Sonne geht auf. Ist das herrlich. Okay. Ja, den machen wir aber jetzt nochmal fertig. Komm. Oh, oh. Wo ist er denn? Da. Duck dich, duck dich. Haha. Ja, ja. Oh. Nein, 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 nein. Hey, das war. Oh, fuck. Ah, ah, es greift mich an. Booyakasha. Oh. Dankeschön. Zufluchtsort, folge der Straße, um nach einem sicheren Ort zu suchen. Nein, ich höre dich jetzt eben nicht. So, wie viel Zeit haben wir jetzt hier eigentlich noch? Damn it, ey. Aber ich muss echt sagen, es war am Anfang bis angenehmer. Hat die Session verlassen? Alles klar, mit da ran. Wunderbar. Ja, das ist so ein bisschen das Manko daran, muss ich echt mal sagen. Also für ein selber das Entdecken ist es schwer. Guck mal, Verteidiger mit da ran, wunderbar, alles super. Aber für ein selber Entdecken, das ist halt echt schwer. Also das ist halt wirklich so ein Spiel, entweder mit Freunden. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, ah, Hilfe! Ah, help me! Ah, ah, ah! What the fuck? Wo ist es? Da hinten. Warte, warte, warte. Hahaha! Oh! Mist! Midi-Pack? Ja! Däumchen hoch! Oh shit, wo ist denn das? Die sind aber auch schlau, die Viecher, wa? Die laufen ganz merkwürdige Wege. Ja, aus Kampf geflohen. Oh shit, da hinten ist es ja noch. Oh, das war ein guter Schuss. Das war ein guter. Oh, der rastet wieder aus. Ja, warum hat der einen Flammenwerfer? Oh, 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 das ist. Hahaha! Booyakasha! Habt ihr das gesehen? Herrlich. Ach. Ja, okay, gut. D-
Das war herrlich gewesen auf alle Fälle. Könnte man sich öfters überlegen, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, ich hätte mir es echt gewünscht, dass man halt mit einer KI oder NPC halt das irgendwie auffüllen kann, weil das Doofe ist halt immer, ich bin kein Online-Fan, A, muss ich mich denn immer den hingeben, B, wollen die Leute immer taktieren und C, wenn die Leute taktieren, kann ich nicht gerne hier die Videos machen, deswegen mache ich das so ungerne. Wir könnten mal uns kurz angucken, wir haben nämlich noch einen Fotomodus und den würde ich gerne mal ausprobieren. Kameraeinstellung, okay. So, aber. Ach, ich kann einfach nur so. Dann machen wir jetzt hier einfach Fotomodus. Also ihr könnt jetzt ein Foto machen mit Effekten. Okay, Filter, Nostalgie. Ja, wäre noch schön gewesen, wenn wir unseren Charakter noch da verwenden könnten. Aber was nicht ist, kann noch werden. Gut, Freunde der guten Laune, ich würde mal sagen, das war's gewesen. Eine ganz kurze Einführung in Generation Zero. Also, ihr findet relativ schnell viele Leute zum Online-Spielen. A, mit Freunden sowieso. Aber mein Manko ist halt wie immer eigentlich schade, dass man sowas halt, gerade wenn es nur offline geht, weil man kein Internet hat, das nicht noch irgendwie mit KI oder NPC auffüllen kann. Und damit die KI da rumläuft. Ihr müsst ja nicht super gut schießen, aber irgendwie so. Wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Bis dahin, Freunde der guten Laune, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.